Die wunderbare Nina Bott ist heute bei uns zu Gast. Wir freuen uns auf eine echte Instanz in der deutschen Politik. Heiner Geißler wird heute bei uns sein. Dann Max Strauß, der älteste Sohn von Franz Josef Strauß, ein Mann mit einem ganz ungewöhnlichen Leben und zum ersten Mal überhaupt zum Gespräch im deutschen Fernsehen, Jonas Jonasson, der so wunderbar über einen 100-Jährigen geschrieben hat, dass er damit Millionen Menschen begeistert hat und Millionen Bücher verkauft hat. Sie alle jetzt hier bei uns. Schönen guten Abend, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde, ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen, vielen Dank Ihnen hier im Studio und einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Ja, willkommen zu unserer Sendung. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir zunächst sehr herzlich einen Mann begrüßen, der eine Instanz geworden ist in diesem Land. Und gerade tut es besonders gut, auf Instanzen wie ihn zu hören. Wir leben in aufgeregten Zeiten. Das ganze Land ist so und wir schaukeln uns von Empörung zu Empörung. Und die Antwort darauf ist immer noch mehr Empörung. Mit ihm darüber zu sprechen, ist auch deshalb spannend, weil auch er früher mal sehr großes Empörungspotenzial hatte. Willy Brandt hat ihn mal im Fernsehen, ich zitiere, den schlimmsten Hetzer seit Goebbels genannt. Dann bereut aber, er jetzt, ja. Das bereut er mittlerweile, ja, sagt ja, Herr Geißler. Dann aber entwickelte er sich immer mehr zu einem Mann des Ausgleichs, dem es sogar gelungen ist, Stuttgart 21 erfolgreich zu schlichten. Also irgendwo zwischen Jesus und Mahatma Gandhi. Herzlich willkommen also dem Mann, von dem der schöne Satz stammt, ich wollte mal Mönch werden, aber ich konnte mindestens eines der drei Gelübde nicht halten. Und ich sag's, das mit der Armut war's nicht. Herzlich willkommen, Heiner Geißler. Ich freue mich sehr, schön, dass Sie da sind. Ja, Heiner Geißler hat sich legendäre Auseinandersetzungen geliefert und nicht wenige davon mit seinem Vater. Seine Geschichte, die Geschichte seiner Familie ist tatsächlich ein Stück deutscher Zeitgeschichte geworden, ähnlich wie bei den Kohls, dominiert von einem Politikervater, der so polarisierte wie nur wenig andere, nämlich Franz Josef Strauß. Wer everybody's darling sei, der sei auch everybody's Depp, ließ der Vater seine politischen Gegner gerne mal wissen. Und die Frage ist, was wäre wohl aus ihm geworden, wenn er nur einen Bruchteil dieses gewaltigen Selbstbewusstseins mitbekommen hätte vom Vater. Seit einem langjährigen Prozess wegen Steuerhinterziehung tritt er nur noch ganz selten öffentlich auf. Er wurde zwar freigesprochen, aber zu welchem Preis? Noch während des Verfahrens erkrankte er an einer schweren Depression und erlebte die Urteilsverkündung nur durch einen Nebel aus harten Medikamenten. Unter dem Einfluss dieser Medikamente, hat er mal gesagt, jubeln sie sogar ihrem eigenen Todesurteil zu. Wie geht's ihm also heute? Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Max Strauß. Herzlich willkommen, lieber Sender. Wir haben dann eine Frau bei uns. Eine Frau bei uns, von der es dieses Bild gibt in der Öffentlichkeit, die Schöne aus der Telenovela, immer strahlend, Sorgenfalten, immer nur für die anderen. Ja, ja. Was kaum einer weiß, sie hat schon als ganz junges Mädchen lernen müssen, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar nicht etwa für sich, sondern für die eigenen Eltern. Ihr Sohn ist jetzt 12. Das war das Alter, sagt sie, in dem ich schon Verantwortung für meine alkoholkranke Mutter übernommen habe. Was hat das mit ihr selbst gemacht? Und was genau meint sie, wenn sie sagt, es gibt nicht für alles im Leben eine Antwort? Herzlich willkommen, Nina Bott. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Danke. Ja, und wir fühlen uns. Und wir fühlen uns tatsächlich sehr geehrt, dass dieser Mann heute bei uns sitzt. Lange Zeit dachten wir ja, in Schweden gibt es nur Pippi Langstrumpf, Elche und Abba. Und viele aus meiner Generation haben ein regelrechtes Schweden-Trauma, weil man uns bis heute glauben macht, dass man schwedische Möbel auch innerhalb von 30 Stunden zusammenschrauben kann. Dann allerdings kam er und seitdem lesen wir mit großer Begeisterung und nicht nur wir, sondern die ganze Welt. Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, war sein erster weltweiter Erfolg.
Erfolg. Jetzt ist ihm ein wunderbares Buch über einen, ich sag mal, Mörder mit Karriereknick gelungen. Und er nimmt sich darin sogar selbst auf die Schippe. Und ich muss das mal kurz vortragen, weil das so eine herrliche Passage in diesem Buch ist. Also, nach der Scheidung nahm die Mutter wieder ihren Mädchennamen an, Persson, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was das für ihren Jungen bedeutete, der bereits den Vornamen Per bekommen hatte. Nicht, dass es unmöglich wäre, Per Persson zu heißen oder von mir aus auch Jonas Jonasson, aber es kann ein bisschen eintönig wirken. Herzlich willkommen also einem ganz und gar nicht eintönigen Jonas Jonasson. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Also, großer Autor. Herzlich willkommen aus Schweden, heute Morgen angereist. Und ich würde aber gerne gleich zu Beginn Heiner Geißler fragen. Im zarten Alter von 86, Herr Geißler, das darf ich an der Stelle mal verraten, hätten Sie jemals für möglich gehalten, dass der Tag der Deutschen Einheit mal so gefeiert wird, wie er gerade in Dresden gefeiert wurde? Ja, der wurde ja gefeiert. Ja, aber wie? Ja, wie? Das war ein Fernseh. Fehler, der da abgelaufen ist. Muss ich auch mal zum ZDF sagen. Also da haben 500 Leute gepöbelt und wird das alles da gesagt, was da auf dem Plakat steht. Dresden hat, wenn ich mich nicht täusche, 300.000 Einwohner. Das heißt 290.000 oder ein bisschen mehr haben mitgefeiert oder haben sich auf jeden Fall ganz ruhig und normal bürgerlich verhalten. Mhm. Aber die Berichterstattung im ZDF und in der ARD dauerte über diese Festlichkeiten, ja vielleicht 7 Minuten, 8 Minuten, fast die Hälfte haben die ZDF-Leute nur diese Pöbler gezeigt. Das heißt, was wir im Moment in Deutschland erleben, ist zum großen Teil eben auch eine Folge eines falschen Medienverhaltens. Lügenpresse ist sicher ein falscher Begriff, aber wir haben natürlich eine Sensationsmedienkultur in Anführungsstrichen. Deutschland ist auf der ganzen Welt angesehen, während der Technik, während der Autos, Anlagenindustrie und so weiter und so fort. Eine der größten Exportnationen der Welt. Aber jetzt hat Deutschland einmal durch die Kanzlerin Angela Merkel der Welt auch ein menschliches Gesicht gezeigt, was im Übrigen gar nicht schlecht ist für den Export. Aber das ist doch für mich als Deutscher wichtiger, nicht wahr, als diese 500 Psychopathen, die am 3. Oktober da in Dresden, nicht wahr, die ganze Veranstaltung gestört haben. Ich würde gerne Jonas Jonasson, der in Schweden lebt und der auch dort erlebt hat, wie etwas ins Rutschen geraten ist. Ich meine, die Flüchtlingspolitik der Schweden ähnelte auf frappierende Art und Weise der deutschen Flüchtlingspolitik. Das war ein offenes Land, eine sehr progressive Flüchtlingspolitik. Man hat gedacht, geglaubt, dass das geht, solange wir in der Lage sind, die Menschen vernünftig zu integrieren. Was bis jetzt passiert ist, ist eigentlich in Wahrheit, wenn wir mal ehrlich sind zu uns selber, gar nicht so furchtbar viel, auch wenn man sich die Kriminalitätsstatistik anschaut. Aber dieses Land hier ist ein gespaltenes Land, ein zutiefst zerrissenes Land, was diese Debatten angeht. Das geht teilweise quer durch die Familien. In Schweden haben wir es ähnlich erlebt. Die liberalen Schweden gehen hin und machen plötzlich eine Kehrtwendung um 180 Grad und machen faktisch die Grenzen zu. Die Rechte ist unglaublich stark geworden. Wie erleben Sie die Stimmung in Ihrem Land? Wovor haben die Schweden Angst, die toleranten Schweden? In Schweden gab es einen Staatsminister, Premierminister, der hieß und heißt Fredrik Reinfeldt. Er hatte ungefähr die gleiche Zielsetzung wie Angela Merkel. Vor der Wahl 2014 war Fredrik Reinfeldt, hatte seine Hauptbotschaft, mehr Herzlichkeit, öffnet eure Herzen, sagte er dem schwedischen Volk. Daraufhin hat er die Wahl verloren. Die das Land übernommen haben, die sind natürlich haben Angst um ihre Macht und haben die Politik angepasst. Ja, in verschiedener Hinsicht. Ich bin nicht sicher, ob ihr Deutsche das eigentlich versteht, wie stolz man sein kann auf Angela Merkel. Sie gehört zu den letzten Demokraten für mich eigentlich. Ich hoffe sogar, dass sie den Nobelpreis für diesen Kampf kriegt. Aber es scheint in allen Ländern so zu sein, dass es ein bisschen mehr nach rechts draußen geht.
Das ist interessant, das zu hören. Ich meine, Obama beispielsweise hat in Hannover, wenn ich das richtig erinnere, gesagt, Angela Merkel zu ihr persönlich, du stehst auf der richtigen Seite der Geschichte. Und das fand ich insofern interessant, als er selber gerade mal 20.000 Syrer aufgenommen hat. Also heißt, er steht auf der falschen? Ja gut, die haben natürlich ihre eigenen Probleme in Mexiko und so weiter. Ja. Aber man muss doch erkennen, diese ganze Flüchtlingsbewegung, sagen wir 60 Millionen auf der Erde, nach der Klimakonferenz in Paris werden es wahrscheinlich 100 Millionen werden, wenn sich die Klimapolitik nicht verändert. Das heißt, es handelt sich um ein globales Problem und infolgedessen auch um ein moralisches Problem. Und das kann ich nicht lösen mit NATO-Stacheldrahtzäunen, mit Mauern und so weiter und so fort, sondern wir müssen doch die Ursachen für diese Flüchtlingsbewegungen beseitigen. Das sind die Bürgerkriege, das können wir mithelfen. Aber Herr Geißler, mit Verlaub, das sagen Politiker allein in dieser Sendung seit ungefähr 8 Jahren und in anderen Sendungen seit 80 Jahren und geändert hat sich nichts. Wir sind doch nicht mal in der Lage, in Syrien einen Diktator davon abzuhalten, eine 500.000 Menschen einfach abzuschlachten. Eine bis an die Zähne bewaffnete NATO ist nicht in der Lage, eine Flugverbotszone einzurichten. Ja. Was ist denn aus uns geworden? Ja, das ist die Frage, da haben Sie völlig recht. Da haben Sie absolut recht. Aber also auf die Gefahr hin, dass wir beide als Militaristen bezeichnet werden, nicht wahr? Bin ich auch der Meinung, genauso wie das auf dem Balkan der Fall war, dass die NATO eingreifen müsste. Nur mit einem kriegerischen Eingriff ist die Sache nicht getan. Jetzt nicht mehr. Jetzt ertrinken mehr. Wieder ja. Zehntausende von Afrikanern im Mittelmeer. Aber das hängt doch damit zusammen, dass der Westen, die USA, Europa, die Europäische Union durch ihre Politik Existenzgrundlagen der dortigen Bevölkerung zerstören. Mhm. Afrika ist der reichste Kontinent, da gibt es alle Bodenschätze. Die gehören an sich den Leuten, die dort wohnen. Aber sie werden ausgebeutet von 10 internationalen Konzernen, darunter 2 chinesischen Konzernen, die den Profit auf der ganzen Welt für sich zusammenholen. Und die Europäische Union subventioniert ihre Agrarexporte. Mhm. Auf den Gemüsemärkten im Senegal gibt es nur zu 80% holländische Tomaten. Das heißt, wir regen uns darüber auf, wenn die Leute zu uns kommen wollen, nachdem wir selber die Existenzgrundlage der Menschen zerstört haben. Ist richtig. Das ist das Unmoralische. Ja, also die ganzen Fragen. Aber auch da, Herr Geißler, auch da muss ich Ihnen insofern sozusagen widersprechen, als diese Probleme, ich habe angefangen so vor 10, 12 Jahren sehr intensiv auch durch den afrikanischen Kontinent zu reisen. Und ich habe damals schon immer gedacht, diese Leute werden eines Tages alle bei uns vor der Tür stehen und sie werden dann nicht mehr fragen, ob sie freundlicherweise rein dürfen, ja. Sie werden einfach kommen. Genau. Und genau das ist jetzt passiert. Wenn jemand wie ich mit diesem kleinen bisschen Überblick, den man da hat, sowas sehen kann, dann kann eine Bundesregierung, dann kann eine Regierung in Washington das natürlich auch sehen. Die wussten das längst. Also warum sollen wir jetzt glauben, dass jetzt diese Flüchtlings- oder diese Fluchtursachen angegangen werden, wenn es doch in den letzten 20 Jahren nicht passiert ist? Jetzt muss ich aber die Deutschen in Schutz nehmen. Wir reden ja, über die Leute da in Dresden, die da demonstriert haben. Dass Europa die Politik nicht verändert hat, hängt eben damit zusammen, dass wir keine europäische Regierung haben. Die Deutschen werden das gemacht, auch mit den Agrarsubventionen. Aber fragen Sie mal die Franzosen oder die Italiener, nicht wahr, im Süden, am Stiefel, nicht wahr, wo die Tomaten angebaut werden, wo die Leute aus dem Senegal zu einem Hungerlohn von $30 im Monat die Tomaten ernten müssen, die in ihrer Heimat dann auf den Märkten verkauft werden. Das heißt, wir brauchen, um wirklich eine befriedigende Antwort für die Ursachenbekämpfung zu bekommen,
brauchen wir nicht weniger Europa, sondern wir brauchen mehr Europa. Wir brauchen endlich eine europäische Regierung mit einer einheitlichen Politik. Aber das, Herr Geißler, will doch im Moment wirklich keiner hören. Also an welcher Stelle ist das Problem, sagt Herr Strauß, an welcher Stelle versagt denn da die Politik? Zulauf haben Kräfte in Schweden, in Dänemark, in Deutschland auch. In Frankreich, Le Pen. Genau, ja, richtig, die nationalistisch sind, die genau das andere predigen, die genau richtig in die andere Richtung gehen. Wo haben wir denn da versagt? Sind wir, Franz Müntefering saß in der vergangenen Woche hier in der Sendung und hat gesagt, wenn wir nicht lernen, den Menschen Wahrheiten, harte Wahrheiten zuzumuten, dann wird das schiefgehen. Und er nannte ein Beispiel und sagte, wir tun immer so, als würde diese Flüchtlingskrise uns ein paar Milliarden kosten. So nebenbei aus der Portokasse bezahlt. Er meinte, wir müssen den Leuten sagen, wie teuer das ist, wie viel Geld das kostet, dass das viel Geld ist und dass das anstrengend wird. Und nicht so tun, als wäre das alles kein Problem. Hat er recht? Nein, also wenn er es so hat, damit löse ich das Problem auch nicht. Aber es hat insoweit recht, dass man diese Flüchtlingspolitik natürlich besser erklären muss. Das ist vielleicht ein Defizit bei der jetzigen Bundesregierung. Ich muss auch erkennen, das wusste schon der alte Aristoteles, nicht die Tatsachen bewegen die Menschen, sondern die Auffassungen über die Tatsache, das, was man darüber sagt. Und natürlich kann den Leuten klar machen, das kann der Dümmste kapieren, dass wir die Flüchtlingsbewegung nur dann wieder zurückkriegen, wenn die Menschen dort, wo sie wohnen, wo sie ihre Heimat haben, auch leben können. Und dafür sind wir reich genug. Das ist doch viel billiger als jetzt, wie Müntefering meint, den Leuten zu sagen, es kommen immer mehr Flüchtlinge. So hat das nicht gemeint. Da sind Sie schon absolut auf einer Spur. Nein, er meinte, man muss den Leuten auch reinen Wein einschenken, wenn es um politische Wahrheiten geht. Na, das tun wir offensichtlich nicht, Herr Strauß. Es gibt doch ganz viel. Wir haben keine Nordafrika-Strategie. Wir haben keine Nordafrika-Strategie. Es ist einfach, wir haben keine Strategie gegen Islam, wir haben keine Strategie in Afrika und keine in Nordafrika. Ja? Krieg ist nichts anderes als Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln. Also bräuchten wir mal endlich mal eine Politik, nämlich nicht nur die militärischen Eingriffe dort. Ja? Es gibt ganz Europa hat nicht die geringste Antwort in Syrien. Ja? Wir schauen jeden Tag die Bilder an in Aleppo. Mhm. Dort wird eine Bevölkerung kaputt gebombt. Ja, das ist ein Völkermord, der da stattfindet. Die gesamte politische Ordnung in Nordafrika ist zusammengebrochen. Ja. Einschließlich des ZDF sehe ich da wunderbare Linien, da, wenn da so Berichterstattung ist, das sind Staatsgrenzen. Die haben mit der Realität nichts mehr gemeinsam. Hat sich alles aufgelöst. Wir sind wieder in dem chaotischen Zustand eigentlich, wie wir sie vor Sykes-Picot hatten. So. Mhm. Und es gibt überhaupt niemanden, ja, der derzeit darauf eine Antwort hat. Und die Europäer, das ist mein Vorwurf, beschäftigen sich geistig überhaupt gar nicht damit. Ja. Wir hätten in Europa eigentlich die besten Erfahrungen der ganzen Welt dafür. Weil wir haben nämlich unendlich viele Sorten von Demokratie. Schauen Sie mal an, die belgische ist ganz anders als die deutsche, die französische ist anders, die italienische ist anders, die englische ist anders. Ja, wir haben viele Erfahrungen, meinen Sie? Ja. Wir haben, und auch Demokratie, unterschiedliche Formen von Demokratie, unterschiedliche Antworten. Wir haben die Staatsrechtslehre hervorgebracht, Montesquieu, Voltaire und wie sie alle heißen. Die erfolgreichsten Staaten dieser Erde produzieren. Unser europäisches Modell ist weltweit kopiert worden. Ja? Wir sind nicht in der Lage, derzeit dieses Modell auch mal offensiv in Nordafrika zu vertreten, zu sagen, liebe Leute, wenn es bei euch funktionieren soll, dann müssen bestimmte staatliche Grundstrukturen da sein. Ja? Das kann man nicht nur mit Geld, regeln, sondern man muss auch die staatlichen Grundstrukturen hinkriegen. Ja? Das ist das eine. Haben wir keinerlei Antwort. Ja, Herr Strauß, was heißt wir? Ich sage, wir Europäer. Das ist ein schönes Bild, Sie beide jetzt hier zu sehen. Ich habe das Gefühl, Franz Josef Strauß sitzt wieder mit Heiner Geißler in einem Fernsehstudio. Das ist wirklich, die Engländer, wirklich ein besonderer Moment. Die Engländer sind ausgestiegen. Ja, klar. Das heißt, ich komme noch mal auf das zurück. Die europäische Politik ist entscheidend. Ja, es wird sich in den nächsten Jahren entscheiden, ob die Deutschen und Europa noch eine Rolle spielen werden in der Weltgeschichte. Mhm. Und wenn das so bleibt und wenn Europa auseinandergeht, dann werden wir eben eine Kolonie der Amerikaner und der Chinesen. Muss man ganz klar sehen. Wir Europäer sind eine Ansammlung von 27 unterschiedlich großen Zwergen. Ja. Wenn wir gemeinsam alle Zwerge zuschlagen, dann werden wir groß.
Aber nur, wenn wir gemeinsam sind. Da kommen die Bayern noch dazu, dann haben wir die 28. Das wollte ich nämlich jetzt an dem Punkt der Veranstaltung mal gerne von Ihnen wissen, Herr Geißler. Also wenn wir jetzt mal unseren Blick auf die Innenpolitik wenden. Was denken Sie denn über den Zustand Ihrer eigenen Partei, über den Zustand der Union, der Schwesterpartei, der CSU in München zum Beispiel? Also welches Bild gibt das bei Menschen ab, wenn man so aufeinander losgeht? Ich habe Ihren Vater ganz gut gekannt. Ich habe mit ihm Streit gehabt. Mochten Sie den? Er gehörte zu den Leuten, die argumentationsfähig waren. Mit dem Franz Josef Strauß konnte man Streit. Politik entwickeln. Ja, ja. Und er war auch der Auffassung, dass er vielleicht mal vor 4 Jahren Unrecht gehabt hat. Zum Beispiel die ganze Familienpolitik hat er mit Hilfe seiner Frau Marianne umgedreht. Stimmt. Das hat er alles gemacht. Er war ein sehr gescheiter Mann. Altphilologe, was besonders sympathisch, gebildeter. Sie als alter Jesuit. Gebildeter Mann. Ja. Er hätte etwas nie gemacht, Herr Scholz, nie, dass während 3 Landtagswahlkämpfen der CDU in Sachsen-Anhalt, in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, seine Partei, die CSU, oder er selber in dieser Form die Parteivorsitzende, die Bundeskanzlerin angegriffen hätte, so wie das die CSU-Führung gemacht hat. Ein absolut ungewöhnlicher Vorgang. Habe ich noch nie erlebt. Und das ist der eigentliche Fehler gewesen. Die CSU-Führung heute ist gepeinigt, geplagt von der Angst vor der AfD. Und die wollen die AfD klein machen. In der Politik machen sie die AfD groß. Bei der letzten Europawahl hat der Seehofer selber gesagt, alter Freund von mir, aber der gesagt, 40%, noch nicht mal, knapp 40% habe ich bekommen. Durch eine europakritische Politik vom Edmund Stoiber. Dann hat man den Gauweiler zum stellvertretenden Landesvorsitzenden gemacht, der gegen den Euro geklagt hat. Das heißt, es ist doch klar. Herr Geißler, was Sie wahrscheinlich nicht wissen, ja? Der einzige Widerstand kam aus der Familie Strauß. Meine Schwester hat einen Pro-Europa-Wahlkampf gemacht und das beste Ergebnis gehabt. Es ist gut, dass Sie im Nachhinein Ihren Vater in Ehren halten. Meine Schwester hat in Oberfranken genau dagegen gehalten. Das hat das beste Ergebnis gehabt. Weil sie auch im Europaparlament sehr engagiert ist und dort auch sitzt. Aber Herr Geißler, Sie sagen in einem Interview mit der FAZ, die CSU ist der Totengräber der CDU. Kann sein. Wird. Wenn. Könnte, vielleicht, wird, hätte. Wird hätte. Zum Totengräber der Union, wenn das so weitergeht. Das haben die inzwischen auch eingesehen. Weil das hat auch ihr Vater eingesehen. Nicht wahr? Wenn der Streit so weitergeht, dass es zur Zerstörung der Union führt. Vorher wird die CDU, die Christlich-Demokratische Union, meine Partei, Kandidaten für den Landtag und Bundestag in Bayern aufstellen. Und dann werden wir in Bayern politische Konkurrenz machen mit der CSU. Und dann ist es mit eurer Herrlichkeit vorbei. Vorbei. Was dann kommt, ist ein tödlicher Bruderkrieg. Dann kommt dasselbe Spiel nämlich woanders und dann passiert das, was der Linken jahrelang passiert ist, dass die nämlich hauptsächlich intern gestritten haben und nicht mehr gegen die Union und jahrelang. Gut, da hält sich unser Mitleid an den Grenzen. Bei der CSU gibt es genügend gescheite Leute, auch die Mehrheit. Die eine solche Antipolitik gar nicht mehr wollen. Es wird auch nie so weit kommen. Deswegen, weil sich die CSU-Führung ändert. Herr Geißler, Herr Müntefering sagte letzte Woche hier, ich bin heilfroh, dass ich nicht Sigmar Gabriel oder Angela Merkel bin. Ich muss nicht mehr da vorne stehen. Geht's Ihnen auch so? Nein. Was sagen Sie denn? Würden Sie gerne noch mal? Das heißt, Sie treten eine noch mal an, Frage. Ja? Von Gabriel will ich jetzt gar nicht reden. Nicht? Mhm. Für den kann ich also schlechter Interpret sein. Aber die Angela Merkel ist in Ordnung. Man darf in der Politik auch mal jemanden loben. Ja. Das tue ich hier. Ich habe lange genug kritisiert.
Das ist auch ein tolles Kompliment, wenn man sagt, finde ich in Ordnung. Ich bin froh, dich warm. Ja. Ich bin froh, dass er. Herr Lanz, ist es auch so. Jetzt sitzen wir zwei alle miteinander. Es gibt nicht wenige in der politischen Führung in Berlin, die glauben, es sei an der Zeit, dass an der Spitze des Staates endlich mal wieder eine Frau verschwindet und wieder Männer drankommen. Da äußert sich gegen die Angela Merkel, ja natürlich, nicht wahr, die alte Macho-Version, nicht wahr, die in einem großen Teil der politischen Parteien, in der CSU an erster Stelle. Aber und dann auch in Ihrer Partei? Meiner Partei. In der CDU? Und bei den anderen Parteien genauso. Wen haben Sie da unter Macho-Verdacht? Wen? Wer ist da unter Macho-Verdacht bei Ihnen? Bei mir? Ja, also wen haben Sie da auf dem Radar? Ja, das würden Sie gerne einen Namen von mir. Ja, sicher. Ich bin doch nicht verrückt geworden. Ist Volker Kauder ein Macho? Nein, bestimmt nicht. Das kann man auch nicht personifizieren. Das ist so eine Stimmung. Ach so. Nicht wahr, die vorhanden ist. So und nicht überall, aber in Kreisvorständen, in Landesvorständen. Ich kann mich noch erinnern, als ich als Generalsekretär den Frauenparteitag in Essen inszeniert habe, da haben wir 500 Frauen eingeladen zu den Delegierten. Da gab es Landesvorsitzende, die haben zugesagt, mach du mal deinen Frauenparteitag, das fand in Essen statt, mach du mal deinen Frauenparteitag, wir gehen in die Kneipen und heben einen. Aber nachher war der Tag war voll, alle Delegierten sind da gewesen und die CDU hat angefangen, eine moderne Frauenpolitik zu machen. Sehr gut. Ergebnis Angela Merkel, kein schlechtes Ergebnis. Schon wieder so ein Kompliment, schon verrücktes. Ja. Also. Danke Ihnen sehr herzlich, Herr Geisler. Wie immer eine große Freude. Gehen Sie noch bergsteigen? Ja. Ehrlich? Ja, ehrlich. Ganz ehrlich. Aber nur noch in den Dolomiten. Nur noch in den Dolomiten, Sie meinen ja, weil in den Westalpen, da muss man um 1 Uhr, 2 Uhr in der Früh aufstehen. Das mache ich nicht mehr. Ich gehe gerne klettern vom Hotel aus. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Lassen Sie sich hochziehen. Nein, macht nur Spaß. Also, Heiner Geisler, herzlichen Dank. Wie immer eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen. Ich würde gerne Max Strauß, der eben schon munter mitgemischt hat, an dem Punkt fragen. Herr Strauß, sind Sie eigentlich, müssen Sie eigentlich CSU-Mitglied sein? Oder darf man mit Ihrem Namen aus der CSU auch austreten? Das hätte man sicherlich gedurft. Aber ich hatte einen Vater, ja, wir hatten immer ein Problem. Ja. Bei uns hat es die Konfliktsituation nicht gegeben. Bei meinem Vater galt zwar als große Autorität, aber er war nie autoritär in der Familie. Er war ein ganz großer Diskutierer, der hat auch mit uns diskutiert und auch uns ernst genommen. Ja. Was natürlich, sagen wir mal so, angesichts der Unterschiedlichkeit der Diskussionshöhen regelmäßig die Folge hat, dass wir nach 3, 4 Sätzen platt auf dem Boden lagen, weil er uns einfach irgendwo in die Widersprüche hineingeführt hat, natürlich. Ja. Aber der hat immer, unsere beiden Eltern haben nie versucht, das autoritär durchzusetzen. Mhm. Ja. Und das ist ja, wenn ich mir die ganzen Biografien, zum Beispiel Joschka Fischer und Co. anhöre, ja, der ist ja grün, der war ja JU-Mitglied und ist als Protest gegen seine Eltern, ist der dann grüner geworden. Ja. Den Protest hat es bei uns nicht gegeben, weil wir wurden ernst genommen. Weil da gab es sozusagen keine harte Hand auf der anderen Seite. Diese Art von Auflehnung und Rebellion war nicht notwendig. Ganz grundsätzlich aber, wenn man mit einem solchen Übervater aufwächst, dieser Name hat, das haben Sie auch mal gesagt, der hat zweifellos viele Türen geöffnet. Heute, am heutigen Tag, was würden Sie sagen, was ist die Bilanz? Fluch oder Segen? Es gibt nichts, was nicht Fluch und Segen ist. Das ist bis zum heutigen Tag auch so. Es eröffnet die Türen, ja. Aber sie gehen natürlich immer mit einer Hypothek herein, ja. Die ist am schlimmsten für mich eigentlich in Bayern, ja. Mhm. Weil da sozusagen die größte Vorsicht gewissermaßen herrscht vor dem Übernahmen. Es ist in anderen Bundesländern ist das weniger, weil dort einfach. Wenn Sie es mal sozusagen so mathematisch mal benennen müssten, Sie sind jetzt 57 Jahre alt, wie viel Prozent Fluch, wie viel Prozent Segen? Ich würde mal sagen 70-30, also zugunsten des Segens. Ja. Des Segens. Ja, ist richtig. Ist eine besondere Situation, Herr Strauß, dass Sie heute hier sitzen. Sie haben sich in den letzten Jahren sehr zurückgezogen aus der Öffentlichkeit. Mhm.
Haben Sie diesen Auftritt jetzt deswegen gewählt, weil Sie sagen, da gibt es ein paar Dinge, die ich auch noch mal richtig stellen muss? Nein, nicht, muss ich sagen, das nicht. Das habe ich auch noch mal. Da habe ich noch bestimmten Dingen noch mal was vor. Aber ich habe jetzt hier keine strategischen Ziele. Ich bin freundlicherweise von Ihnen eingeladen worden. Ja. Aber ich habe jetzt nicht also eine Mission, die ich da heute erfüllen müsste. Mhm. Wenn man sich Ihr Leben anschaut, welche Rolle spielt bei alledem das, was da 2003 passiert ist? 2003 gab es einen von der Öffentlichkeit sehr verfolgten, begleiteten Prozess um eine mögliche Steuerhinterziehung. Das war der große Vorwurf, der sozusagen im Raum stand. Wie sehr hat das, was damals passiert ist, Ihr Leben geprägt? Das war selbstverständlich der große Bruchpunkt. Ja. Mhm. Auch das hat auch meine Familie auseinandergebrochen. Ja. Meine Frau hat sich scheiden lassen. Ja, und ich muss eines ganz klar sagen, ja, ohne meine Schwiegereltern, ja, die einfach die tollsten Schwiegereltern dieser Welt sind, die zwei sind Extraklasse. Ja, die waren die Großeltern, ja, die beiden Mädchen durchgezogen haben. Die haben das ihre vorbildlich Töchter. Gemacht. Ja, ihre Töchter. Vorbildlich. Ja. Immer wenn irgendwo Spannung war, Herr Strauß, konnten Marianne und Gloria zu Oma und Opa in Urlaub gehen. Mhm. Immer. Ich merke gerade, wie nah in dieses ganze Thema immer noch geht und wie beherrschend das in ihrem Leben war. Wir versuchen das jetzt einfach mal zusammen und gehen da mal zusammen durch. Ja? 1996, das ist das Jahr, in das wir zurück müssen, um zu verstehen, was da passiert ist. Sie kommen von Ihrer Hochzeitsreise zurück, kommen nach Hause und dann steht die Steuerfahndung vorm Haus. Ja, sowas, ja. Was ging Ihnen durch den Kopf? Was war der Vorwurf? Ja, das ist die ganze berühmte Maxwell-Geschichte, die dann des Langen und des Breiten durch die Presse ging. Ja. Und Vorwurf war derjenige, sozusagen, dass dieser ominöse Herr Schreiber eben dieses Konto für mich angelegt hätte. Karl-Heinz Schreiber, ne? ein berühmter Waffen. Wobei man der bayerischen Ermittlungsbehörden zugute halten musste, der Schreiber hat diese Geschichte, ja, obwohl es sein Geld war auf seinem Konto und so weiter, er das Geld auch für andere Kredite verpfändet hatte und, ja, hatte er gegenüber in einem Finanzprozess gegenüber der Freistaat Bayern die Behauptung durchgehalten, das sei also nicht, das nicht sein Geld. Und damit kam überhaupt das Verfahren gegen mich ins Rollen, das dann auch dank der Flucht Schreibers Ewigkeiten gedauert hat. Meine Hauptschwierigkeit war eigentlich diejenige, dass jahrelang in jedem Artikel, wenn wieder irgendetwas passiert ist, im Nachspann drinsteht, wird ermittelt gegen. Ja, steht mein Name immer wieder drin. Das heißt, sie haben also ständig wenn da drin gestanden wird, auch noch gegen einen Münchner Rechtsanwalt namens Max Josef S. mit meinem Nachnamen natürlich nicht denkbar. Ja? Dann schaut die Welt ganz anders aus. Ja? Und dadurch ist das natürlich ständig in der Öffentlichkeit drin. Das war immer wieder im Fokus. Genau, es ging um den Vorwurf von Steuerhinterziehung und Bestechungsgelder auch und alles Mögliche. Ja. Sie sind, um das direkt vorneweg zu sagen, 2007 dann, also nachdem das Verfahren 4 Jahre gelaufen ist, sind Sie vollständig freigesprochen worden davon. Welche Summe ging es da, um wie viel Geld? Oh, das waren mehrere Millionen. Also der hat schlicht und einfach Unterkonten zu seinem eigenen Konto angelegt und die mit so Scheintarnnamen, das war aber so eher so, du siehst mich nicht, ja, angelegt und hat das eben dann sozusagen Leuten und hatte auch an andere von den Unterkonten ausbezahlt, nicht an mich. Ja, und deswegen begann die ganze Geschichte sozusagen an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Ja. Hätte man von vornherein die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zugrunde gelegt, wäre das Verfahren wahrscheinlich eingestellt worden. Ja. Da sind wir jetzt ganz tief drin in juristischen Feinheiten. Ja. Auch vieles davon kann man als Laie auch schwer nachvollziehen. Würde Sie aber gerne an dem Punkt fragen, Herr Strauß, was hat das mit Ihnen gemacht? Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Der Punkt ist ja, Sie kämpfen ja gegen einen Gegner, den Sie nie zu fassen kriegen. Ja, weil das ist ja anonym. Ja. Sie haben ja, Sie kriegen wieder irgendwelche Meldungen aus der Zeitung, wo wieder bei irgendwelchen anderen Leuten, Sie stehen mit drin. Ja. Und das Ganze wird immer mehr zu einem Aufwärtsgefecht. Ja. Ja, und Sie haben da einfach noch die Energie und so weiter und ja. Nebenbei noch zwei kleine Kinder und es wird alles immer schwieriger. Ja. Mhm. Wann haben Sie das erste Mal gemerkt, weil Sie gerade sagen, Energie, diese Energie, diese Kraft, die geht mir jetzt aus? Im Nachhinein gesehen war das sicherlich ab so 2001 wurde das sicherlich immer schlimmer. Ja, aber das wollen Sie ja selber nicht wahrhaben.
Ja, sie halten sich ja immer selber für stark und das, wir Männer sowieso, wir sind alle die Stärksten. Ja, ja, das ist richtig. Und den Sprung dann sozusagen, ja, wird man zu erkennen, du, bei dir stimmt da was nicht, ja. Das ist am Anfang ein ganz großer, weil das sagt, das kann ja bei mir doch nicht sein, ja. Ich bin doch sowieso ganz klar und richtig und vernünftig und so, ja. Und den musste ich dann einfach auch machen, weil ich war schlichtweg nicht mehr arbeitsfähig, ja. In keiner Weise. Wann haben Sie das erste Mal diese Diagnose gehört? Wann haben Sie das erste Mal kapiert? Das war ungefähr im September 2003. Ja, da bin ich dann in die psychiatrische Universitätsklinik gekommen, die haben das dann diagnostiziert. Und ich bin ja drin geblieben bis zum Ende des ersten Prozesses. Um das stabil zu kriegen. Ja. Wir reden über ein halbes Jahr? Dreivierteljahr. Dreivierteljahr. Das ist September bis Juli. Wie muss man. Also mussten Sie drin sein, weil Sie suizidgefährdet waren? Da kommt dann alles zusammen. Ja. Und es ist ja auch noch so, dass man bei den ganzen Psychopharmaka gar nicht weiß, wie sie wirken. Das heißt, die müssen erst mal kontrollieren, funktioniert das überhaupt? Ja? Das ist nicht so klar definiert, wie man sich das so vorstellt. Hatten Sie Angst, abhängig zu werden? Nein, hatte ich nie. Die sind da sehr, sehr verantwortungsvoll und die wissen ganz genau, wie die Wirkungen einzelner Medikamente sind. Mhm. Es gibt ja die Hauptprobleme, ist das Barschl. Das Barschl-Medikament Tavor, ja, das einfach ein Happy Maker ist, ja, nichts anderes. Ja. Da gibt es auch Leute, die davon süchtig werden. Ja. Barschl war wohl Tavor-süchtig. Ja, und da fällt die Welt mit ihrer Gefühlswelt völlig auseinander. Ja. Sie sind so Dinge glücklich, die eigentlich die größten Niederschläge sind. Ja, sie sind nicht mehr, das ist am Anfang ja medizinisch durchaus sinnvoll, nur wenn man das dann nicht unter Kontrolle behält, und ich habe mich also sehr genau dann von dem Medikament wieder entwöhnt, also dann war wieder alles in Ordnung. Das heißt, wird dann so ein schizophrener Zustand, ja? Also Sie merken ganz genau, sozusagen, ist eigentlich etwas, wo du eigentlich die Tränen runterlaufen müssen, lachst trotzdem völlig. Ja, weil das einfach das Medikament am Anfang so wirkt. Ja. Deswegen auch dieser Satz, da könntest du dein eigenes Todesurteil hören, genau, du wirst trotzdem gut bester Laune. Man wird natürlich intern irgendwo unsicher, weil er sagt, hey, bei dir stimmt das alles nicht mehr zusammen. Ja? Das müsste doch jetzt eigentlich wehtun und du lachst doch zu viel, das ist eigentlich ganz toll. Mussten Sie sozusagen vor sich selber geschützt werden? Ja, sicherlich. Und das ist dann langsam, eben, wie man wieder hineingeführt wird ins Leben. Und durfte dann zwischendurch auch wieder mal zu meinen Kindern. Habe mit meinen Kindern dann noch Hausaufgaben gemacht und gelernt und so. Aber es braucht sozusagen die gesamte Welt um mich praktisch zusammen. Ja. Und klar gesagt, wenn ich da nicht die Familie gehabt hätte, wäre das nicht zu schaffen gewesen. Ja. Wenn man so wie Sie immer so selbstbestimmt auch lebt und auch durch den Vater auch immer das genau erlebt hat, dass da einer ist, der entscheidet selber, wie die Dinge sich entwickeln und wo es lang geht. Und dann merkst du plötzlich, du sitzt da drin und das Leben entgleitet dir vollkommen. Also diese Souveränität, die du immer hattest, die gibt es nicht mehr. Das ist das große Gefühl der Hilflosigkeit, ja, des Verlorenseins. Ja. Es schwimmt einfach alles ab. Ja. Ich habe Gott sei Dank meine Kinder, die da sehr, die stört das überhaupt nicht. Ja. Da war Papi immer Papi. Und die Kinder, die beiden sind 96 und 98 geboren, also 7 und 5 Jahre alt. Ja. Und die waren, wie halt Kinder sind. Und die, ja, das kann man sich vorstellen. Kind, aber deren Stabilität wieder haben die Großeltern hergestellt. Ja. Mhm. Das war die eigentliche Anker. Wie haben Sie, Herr Strauß, in diesem Zustand dieses Verfahren erlebt, diesen Prozess erlebt, auch die mediale Begleitung und das Ganze, was damit einherging? Gut, da war natürlich noch ein Problem, ja, dass im ersten Verfahren der betreffende Richter, ja, endlich ein einziges Mal in seinem Leben bedeutend sein durfte. Und das hat er auch entsprechend sich selber produziert. Ja? Was er dann später zu dem berühmten Bild wurde, wo er sich vor Herrn Fahles dann mit dem Bückling verneigt hat, was bis in die höchsten Richterkreise, der hatte damit ganz große innere Schwierigkeiten, ja, und hat ständig einen Richter gespielt, wie er sich selber vorstellt, dass ein würdiger Richter sein sollte. Ja. Mhm. Und so nach dem Motto, das ist jetzt das Verfahren meines Lebens. Hat er zum Teil skandalöse Dinge getan, wie zum Beispiel während des Verfahrens selber Interviews gegeben. Ja.
war selber eigentlich immer ziemlich schlecht vorbereitet, was im zweiten Verfahren anders war. Ja. Der war schlicht und einfach brillant vorbereitet. Wir hatten immer so pro Zeugen ungefähr so zwischen 90 und 100 Fragen sozusagen bereitgelegt, die man dem stellen soll. Das haben wir nach dem dritten Zeugen aufgehört, weil der zweite Richter hat so die 99%-Grenze unserer Fragen durchschritten. Der hat alles gefragt, der war perfekt. Wann kam der Wendepunkt? Wie sind Sie da wieder rausgekommen aus diesem tiefen Loch? Man hat Ihnen ja so zeitweise sogar unterstellt, dass Sie das nur vortäuschen, dass Sie das spielen, um diesem Verfahren zu entgehen. Das ist ja bei allen so Psychopatienten ist es ja immer, dass immer der Verdacht ist, und das ist ja eigentlich nicht, Profis wissen, dass das nicht der Fall ist. Ja. Alle Bundeswehrsoldaten, die unter PTSS leiden und hier schrecklichstes Durchmachen, gelten als Simulanten. Also das ist ein generelles Vorurteil, das man leider einfach aushalten muss. Mhm. Nochmal die Frage, wie sind Sie da rausgekommen? Wann war Ihnen klar, jetzt geht es langsam aus diesem tiefen Loch wieder raus? Ja gut, man merkt dann im Laufe des Verfahrens immer mehr, dass vor allem des zweiten Verfahrens, dass die Staatsanwaltschaft totläuft. Ja? Es hat nichts gezündet. Ja. Mhm. Und wir haben also wirklich in extenso Sitzungen abgehalten. Meine Anwälte waren immer verzweifelt, ja, weil in dem zweiten Verfahren der Richter, was normalerweise vielleicht eine halbe Stunde Zeugeneinvernahme gewesen wäre, hat der locker 4 Stunden draus gemacht. Da ist wirklich also bis in die Einzelheiten alles. Und haben gemerkt, das läuft sozusagen das ist gut für uns. Nur man merkt, es blieb nirgendwo was hängen. Ja? Das war wirklich, der hat das ganz vorbildlich wirklich bis in die Kleinigkeit. Und meine Anwälte haben mir auch gesagt, Herr Strauß, passen Sie auf, überlegen Sie sich, ob Sie nicht den Vergleich annehmen, weil der verurteilt Sie auch. Ja, also nicht so, dass sie da so notieren würden, sondern der tut das auch. Aber der Überzeugung ist, der macht das. Ja? Und ich habe dann gesagt, okay, wir gehen in den Kampf. Ja? Und das hat sich dann Gott sei Dank als richtig herausgestellt. Ja. So, irgendwann war diese große Schlacht geschlagen. Irgendwann war das juristisch sozusagen abgearbeitet, aufgearbeitet. Mhm. Und trotzdem geht man dann nicht wirklich als Gewinner raus, weil man vor einem Trümmerhaufen steht. Das geht nie. Das ist wie so eine große Schlacht wie Stalingrad. Ja, da ist die Stadt kaputt. Genau. Und Ihr Leben lag da in Scherben. Ja, das Leben war, die ganze Lebensplanung sozusagen, war so nicht mehr realisierbar. Ja. Und ich hatte ja sozusagen durchaus Optionen, auch unter Umständen die Politik geben. Habe es vielleicht mit auch etwas zu wenig Energie letztendlich betrieben. Das hätte ich mehr machen sollen. Andererseits bin ich heute ganz froh, ob die so jemanden wie mich heute wollen würden, weiß ich nicht. Das ist das nochmal eine vielleicht eher zu sozusagen einer klaren Sprache neige, die vielleicht derzeit nicht so typisch ist. So gefragt ist, ne? Ja. Wenn Sie heute sagen oder bewerten müssten, was die wichtigste Erkenntnis aus dieser Zeit ist, auch für Sie als Mensch, hat Sie das am Ende stärker gemacht? Oder gibt es da Wunden, die einfach bleiben werden und man muss irgendwie versuchen? Die werden sicherlich bleiben. Ich bin erfahrener geworden, ja. Und auch mit dem, was ich ja jetzt beruflich mache, habe ich da sehr viel gelernt. Aber das ist reiner Zufall, ja. Was machen Sie jetzt? Ich bin jetzt Generalbevollmächtigter eines Medizingeräteherstellers, der eben in dem Sektor psychische Krankheiten ein EEG-Gerät herstellt mit völlig neuen Fähigkeiten, ja. Man kann schneller diagnostizieren und es ist systematischer, weil eigentlich ist bis jetzt im EEG immer nur von einem Neurologen auf die Kurven geschaut haben. Mhm. Und wir haben halt eine Auswertungssoftware dazu, die schneller Antworten gibt. Das ist in etwa so, als wenn Sie die Recherche für Ihre Sendung so schnell am Telefon Algorithmus so sozusagen machen. Mal schnell ein bisschen, eine halbe Stunde sind Sie fertig. Sie müssen nicht Ihre Mitarbeiter hinschicken. Sie müssen nicht. Ja. Es geht halt schneller. Ja. Wie muss man sich Max Strauß, letzte Frage heute, vorstellen? Als glücklichen Menschen? Ach, ich bin schon sehr zufrieden. Ich habe 2 tolle Töchter und so weiter. Sonst geht es mir geht's insgesamt schon gut. Also, auch finanziell? Das ist nach wie vor nicht einfach. Aber weil damals ist uns auch noch eine Start-up-Gesellschaft mit kaputt gegangen, die einfach so nach dem Motto, ja, nicht anfassen und so weiter. Ja. Da habe ich eine Menge Geld verloren.
bei dem ganzen Thema. Ja. Und jetzt wieder bei einem Startup. Das ist jetzt eine erneute, faszinierende Chance, die jetzt da ist. Das heißt, Sie fangen jetzt im Alter von 57 einfach nochmal neu an? Wenn ich so will, ist das jetzt ein richtig guter Restart, ja, wenn man so will. Ja. Ich bin dankbar, dass ich die Chance noch mal durch Zufall gefunden habe. Reiner Zufall. Also wie das Leben manchmal so spielt. Manchmal geht es auch in die andere Richtung. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war sehr eindrucksvoll, was Sie da erzählt haben. Vielen Dank, Herr Strauß. Und ich habe ein bisschen auf Nina Bott geguckt, die zwischen den beiden Herren hier sitzt und wahrscheinlich auch deswegen aufmerksam zuhört, weil es da Parallelen gibt im eigenen Leben. Ja, natürlich irgendwie. Also ich habe auch vorher sehr intensiv zugehört, wobei ich sagen muss, Politik finde ich interessant und ich versuche mich so gut es geht zu informieren, aber ich bin, glaube ich, auch eher Spezialist für so Familien in Politik und ich habe, ja, was das angeht, deswegen habe ich auch gefragt, wie alt ihre Eltern, ihre Kinder waren, weil ich das eben eigentlich eher so passiv alles finde damit erlebt habe. Jede Mutter ist Spezialistin für Familienpolitik. Ja, das muss man auch definitiv sein. Genau, die wissen. Ja. Im Fall von Nina Bott noch mal ganz besonders, weil du etwas erlebt hast in sehr jungen Jahren, von dem ich nie etwas wusste. Nina Bott kenne ich so als die strahlende Schönheit aus dem Fernsehen, seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich und immer dabei. Das können auch nicht viele von sich sagen. Aber du hast eine Kindheit gehabt, die sehr ungewöhnlich ist, um zu mit diesem Adjektiv zu belegen. Du hast mit 12 Jahren angefangen, so beschreibst du das, Verantwortung wirklich für deine Eltern, speziell für deine Mutter zu übernehmen. Ja. Wie ging das los? Ehrlich gesagt, im Nachhinein betrachtet, merke ich auch, dass das eine sehr ungewöhnliche Sache ist. Für mich war das damals einfach ganz normal. Ich glaube auch, dass alles, was ich bisher so erlebt habe, mich heute ausmacht. Und ich glaube einfach, alles, was man weiß, alles, woran man glaubt, wofür man steht, das bekommt man ja alles ganz früh in die Wiege gelegt. Und ich habe einfach relativ schnell gemerkt, dass es speziell meiner Mutter nicht gut geht und dass ich einfach versucht habe, für sie da zu sein. Und habe auch versucht, diese Familie zusammenzuhalten, weil sowas birgt natürlich auch immer viel Konfliktpotenzial innerhalb der Familie. Die Eltern streiten sich und man weiß auch erst nicht genau, was ist da los. Es gab auch große finanzielle Probleme bei meinem Vater, nach dem Tod der Eltern meiner Mutter. Das wurde einfach, es kam sehr viel zusammen. So wie es oft so läuft. Es war auch einfach, glaube ich, eine ganz andere Gesellschaft damals. Damals war es einfach ganz normal, dass man, klar, heute wird auch noch viel Alkohol getrunken, aber das war so gesellschaftstauglich. Mhm. Ich glaube, so ein Frühstück mit Freunden am Wochenende hat einfach definitiv immer mit einem Glas Sekt oder so, damals, heute dann eher Prosecco, begonnen. Und dann wurde danach Bier getrunken, das war sowas, das gehörte einfach dazu. Da hat auch jeder geraucht, sogar im Auto, wenn Kinder dabei waren. Also da hatte man, glaube ich, einfach noch ein ganz anderes Gesundheitsempfinden. Und ich dachte, glaube ich, erst immer, das ist normal. Aber es war natürlich schon, also gerade wenn ich mir vorstelle, wie klein mein Bruder und ich waren, wenn du dann deine Eltern, wenn die so tief schlafen, dass du sie nachts nicht wecken kannst. Also ich glaube, das wurde dann, irgendwann wurde mir bewusst, dass das nicht normal ist und dass das bei anderen anders ist. Und gerade als ich dann ein bisschen älter wurde und auch gemerkt habe, dass auch viel Alkohol heimlich konsumiert wurde. Und für mich war, glaube ich, das so das, woran ich gemerkt habe, da stimmt was nicht. Dass meine Mutter tatsächlich Depressionen hatte, dafür war ich zu klein. Das dem Namen zu geben, da war ich nicht dazu imstande. Nee, damals nicht. Das kam dann erst so Stück für Stück. Und meine Mutter hatte auch, glaube ich, sehr viele Probleme. Ich glaube auch, dass man nicht sagen kann, meine Mutter hat eine Depression und sie haben eine Depression. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen seine eigene Depression. Mhm. Das ist halt nicht wie ein Kratzer, auf den man Pflaster kleben kann. Und es gibt, glaube ich, auch kein Patentrezept, weil einfach das sehr individuell ist. Und es ist eben ein langer Prozess. Und ich glaube, wenn sich derjenige eben nicht helfen lassen möchte oder nicht kann oder gar nicht wahrhaben möchte, dass er krank ist, dann ist das verdammt schwierig. Wir haben natürlich auch, als wir dann älter wurden, meine Mutter immer versucht zu überreden oder fast zu zwingen, dass sie sich helfen lässt. Aber das hat sie dann auch tatsächlich nur uns zuliebe gemacht. Sie ist dann standardmäßig zu Therapeuten gegangen. Stationär war sie nie in Behandlung. Mhm. Das hat sie abgelehnt. Sie war ein sehr ängstlicher Mensch. Und ich hatte eigentlich nie Angst, dass sie sich was antut oder so. Mhm. Ich glaube, da gibt es ja auch ganz große Unterschiede. Also meine Mutter war sicherlich nicht suizidgefährdet, sondern sie hat sich einfach, ja, Stück für Stück mit allem, was dazugehört, sei es eben durch Alkohol und
und die Essstörung und alles. Also sie hat sich einfach Stück für Stück kaputt gemacht. Also da kam ganz, ganz viel zusammen, ja? Ja, da kam unendlich viel zusammen. Also viel zu viel, um das hier so in so ein paar Sätze zu fassen. Sehr komplex. Wenn man das als Kind so miterlebt, wie die eigene Mutter so verfällt, also A, die Sache mit dem Trinken, aber auch einfach gewichtsmäßig so verfällt, dann fängst du dir an, ja gewaltige Sorgen zu machen. Das begreift man ja als Kind, dass das eine existenzielle Krise ist, auch wenn man es nicht wirklich benennen kann. Aber man versteht, dass das am Ende nicht so ausgehen wird wie in den Märchen. Ja, das sondern stimmt. Anders. Ich glaube, dass ich trotzdem bis heute, ich bin so ein hoffnungsloser Optimist, also mich hat so schnell irgendwie nichts klein gekriegt und klar war das dann in dem Moment immer dramatisch, aber ich hatte immer das Gefühl, das wird schon wieder. Also ich hatte immer so eine enorme Stärke und ich bin auch jemand, der in Extremsituationen eher ruhig bleibt und überlegt und wie es weitergehen kann und nie aufgibt. Und ja, letztendlich hat das alles natürlich trotzdem nichts gebracht. Und es hat auch Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich selber aktiv gar nichts tun kann. Je mehr ich versucht habe, da einzuwirken, sie darum gebeten habe, sich helfen zu lassen oder jemand, der essgestört ist, der sich irgendwie eine Kartoffel und drei Bohnen oder und ein Stückchen Fleisch auf den Teller legt, das war dann so schwer, den Mund zu halten und nicht gleich zu sagen, Mama, davon wirst du nicht satt. Wenn du das nur isst, dann das geht nicht. Also man hat natürlich immer so diesen Moment, wo man denkt, okay, man sagt lieber nichts, weil dann isst sie das vielleicht wenigstens auf. In dem Moment, wo ich sie darauf anspreche, ist es, glaube ich, auch genau das gewesen, was sie wollte. Sie wollte ja, dass man es anspricht, dass sie damit wieder eine Plattform hat, gleich alles stehen und liegen zu lassen und gar nichts mehr zu essen. Also das ist so schwierig als Familie, diese Menschen eigentlich fallen zu lassen, damit sie damit sie richtig auf den Arsch fallen, damit sie sich selber aus der Scheiße ziehen. Das ist, also, weil, das ist ja aber das, was als Kind kannst du das nicht. Du kannst nicht einfach. Das ist gängige Praxis in allen psychotherapeutischen Kliniken. Ja, mir war das auch durchaus. Die sagen ganz klar, der muss sozusagen ganz unten sein, damit er. Ja, genau. Oder er hat eben die Kraft nicht mehr. Es ist leider in unserem Staat auch erlaubt, selbst mal zu begehen. Ich denke, es hat sich so 3-4 Mal im Jahr so zugespitzt. Das sagen die eben auch ganz klar. Das sagen die. Die sagen, wir müssen es selber wollen oder. Ja. Sie dürfen auch nicht wollen. Als ich ein bisschen älter war, war mir das auch bewusst. Aber sagt das meinem Kind, dass sich einfach Sorgen macht um die Mutter. Ja. Und von daher kam dann irgendwann aber der Moment, wo sie tatsächlich 3-4 Mal im Jahr auch ins Krankenhaus musste, künstlich ernährt werden musste. Das war immer so ein Moment, da war man fast dankbar dafür, dass sie nicht mehr aufstehen konnte, dass sie zusammengebrochen ist. Einfach damit sie sich helfen lassen muss. Weil vorher, das ist auch immer so ein Machtspiel. Zwischen uns gewesen in der Familie. Wir haben sie darauf angesprochen, wir haben sie angefleht. Und wie hat sie denn darauf reagiert? Eigentlich hat sie dann uns immer ein schlechtes Gewissen gemacht, hat gesagt, dann lasst mich entmündigen. Oder sie hat immer so diesen Joker so zurückgespielt. Also sie hat immer uns das Gefühl gegeben, als wollten wir ihr was Schlechtes. Dabei wollten wir eigentlich nur, dass sie endlich gesund werden kann. Oder dass zumindest versucht, dass sie Hilfe annimmt. Und natürlich. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich nie das Gefühl hatte, dass sie sich was antut. Aber es war schon auch so, dass sie häufig betont hat, dass wir ja ohne sie viel besser dran wären. Und wenn sie von der Brücke springen würde und solche Geschichten. Das war da. Wie bitte? Glauben Sie mir, die Selbstmordgefahr war da. Sie hatte wahrscheinlich einen sehr guten Therapeuten, der das wohl richtig hingekriegt hat. Das kann aber genauso gut schiefgehen. Das ist ja so eine Art Co-Abhängigkeit, ne? Nennt man, glaube ich, auch so, ne? Die da letzten Endes entsteht. Wie ist denn sozusagen der Vierte im Bunde, der Vater, damit umgegangen? War der stabile Anker in dieser Familie? Also meine Eltern waren auf jeden Fall ihr ganzes Leben zusammen. Es war der erste Freund, die erste Freundin. Die haben alles zusammen gemeistert. Und ich glaube, das hat uns auch dennoch dieses, wenn ich zurückdenke an meine Jugend oder an meine Kindheit, habe ich die tollste Kindheit gehabt, mit der größten Liebe, die ich nur erfahren konnte. Also ich möchte gar nicht tauschen. Natürlich würde ich mir wünschen, ich hätte meine Eltern auch heute noch. Mein Vater ist inzwischen nämlich auch verstorben. Aber dennoch habe ich keine schlechten Gedanken oder so, also, sondern wirklich nur positive Erinnerungen an sich. Es hat irgendwie einfach für mich wohl dazugehört und mich auch irgendwie bis heute natürlich geprägt. Deine Mutter ist an deinem 27. Geburtstag verstorben. Genau. Ja, eigentlich auch zu einem Zeitpunkt, zu dem es ihr besser ging, muss ich sagen. Also schon als ich schwanger war und mein Sohn geboren wurde, mein erster vor jetzt fast 13 Jahren, da hatte sie wieder neue Energien. Also es war trotzdem natürlich nicht
nicht wieder alles in Ordnung. Also ihr Körper war wirklich, hat sehr gelitten über all die Jahre. Und sie hatte eine Diabetes als Folge aus den Essstörungen und dem Alkohol. Ihr Gehirn hat eigentlich fast gar nicht mehr funktioniert. Das Kurzzeitgedächtnis, so Informationen wie ich bin schwanger, sowas blieb natürlich hängen und sowas hat ihr dann auch kurzfristig sehr viel Energie gegeben, aber nicht auf Dauer. Also es gab auch in der Zeit natürlich wieder so Phasen, in denen es ihr nicht gut ging, aber sie ist dann letztendlich einfach an einer Unterzuckerung gestorben, an meinem Geburtstag. Du hast jetzt die Schirmherrschaft übernommen. Genau. Für welches Projekt? Selfopy. Das ist eine Online-Plattform, die depressiven Menschen oder psychisch erkrankten Menschen vor allem die Wartezeit auf einen, ich sag jetzt mal, richtigen Therapieplatz überbrücken soll. Also das soll keine Therapie ersetzen. Es ist letztendlich das Ergebnis einer sehr guten Freundin von mir, die in Cambridge Psychologie studiert hat und einer ihrer Kommilitonen. Und sie hatten sich mit dieser Idee selbstständig gemacht und haben inzwischen ganz viele tolle Investoren. Und natürlich kannte sie auch meine Familiengeschichte und hatte natürlich auch gehofft, dass sie dadurch ein bisschen Aufmerksamkeit generieren kann. Und bei sowas kann ich sowieso nicht Nein sagen, weil ich es ganz wichtig finde, sowas zu thematisieren und anderen Menschen dann vielleicht helfen zu können, sich helfen zu lassen. Also speziell diese Sprachlosigkeit, die da häufig herrscht. Also ich glaube, das kennt fast jeder aus dem erweiterten Familienumkreis, auch in anderen Situationen übrigens. Und ich glaube, wir werden so oft gut beraten, einfach mal aufeinander zuzugehen, um miteinander zu reden. Und ich verstehe jetzt auch diesen einen... Wenn man das Thema anspricht, fällt mir auf, dass auf einmal das fällt wie eine Mauer um. Ja? Genau. Ja, bei mir gibt es das auch und da. Und ich habe da einen, den kenne ich auch. Ja. Genau. Ich bin aber auch durch all meine Erfahrungen, glaube ich, jemand, der ein bisschen unangenehmer geworden ist als Freundin. Wenn ich das Gefühl habe, jemand hat ein Problem, dann ist es nicht so, dass ich mich da aufdränge. Aber ich bin auf jeden Fall jemand, der das anspricht. Und genauso würde ich das auch erwarten, dass man auf die Leute zugeht. Ja. Und ich habe jetzt nach diesem Gespräch auch verstanden, warum dieser Satz zustande kam. Es gibt nicht alles auf alles im Leben eine Antwort. Ich glaube, es muss sie auch nicht geben. Man muss irgendwann bestimmte Dinge einfach ruhen lassen. Und es gibt eigentlich im Leben eines Menschen nur eine Sache, die man niemals mehr verändern kann. Es ist die Vergangenheit. Die muss man lassen. Und alles andere an allen anderen Schrauben kann man immer wieder drehen. Herzlichen Dank, Nina Bott. Danke dir sehr herzlich für ein sehr offenes Gespräch. So, ich freue mich sehr, dass dieser Mann heute bei uns ist. War noch nie zum Gespräch in einer deutschen Fernsehsendung. Ist insofern heute eine Premiere. Jonas Jonasson allein hier in Deutschland 4 Millionen Mal den 100-Jährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand, verkauft. Und das ist auch verfilmt worden. Und zur Einstimmung schauen wir einfach noch mal kurz rein, weil es sehr schöne Bilder sind. Bitte schön. Alter, nimm mal den Koffer. Muss immer schon festhalten. Aber ich... Halt die Klappe, Opa! Scheiße, wo steckst du, du alter Sack? Sie und ihr bescheuerter Freund, Sie sind so gut wie tot! Wenn Sie mich umbringen wollen, müssen Sie sich beeilen, weil ich schon 100 bin. Wichser! Seid ihr irgendwo abgehauen oder so? Ich verstehe, es sieht verrückt aus. Na sowas, da kommt noch so ein komischer Knacker. Alan, angenehm. Na, wie das wird, das wollen wir erst mal sehen. Ganz ruhig, schön ruhig bleiben. Sie kennen viele Menschen, sind sehr kontaktfreudig. Ja, hallo. Genosse Stalin will, dass Sie ihm alles erzählen, was Sie über die Atombombe wissen. Aber vielleicht erst einen kleinen Wodka? Ach du Schande. Oh. Das hätte wehtun können. Ja, tot zu sein kann manchmal Vorteile haben. So, das ist genau... Nina sagte gerade, du hast das gelesen, das ist genau der Humor, der Jonas Jonasson ausmacht, ne? Ja, super. Ich glaube, es hat fast jeder zu Hause liegen, dieses Buch. Es ist ein weltweiter Erfolg, ging sogar in Kanada auf Platz 1 und so weiter. Also hat Ihr Leben unglaublich verändert, muss man sagen. Deswegen gleich zu Beginn die Frage, haben Sie sich, Jonasson, jemals an diesen Rummel gewöhnt? Ja, ich wohne auf einer beinahe öden Insel in der Ostsee. Ich habe großen Respekt natürlich davor, dass man ab und zu in Ruhe gelassen wird. Ich bin am liebsten in meinem Häuschen da auf Gotland.
Sie leben auf Gotland. Da steht übrigens auch die Villa Kunterbund, ne? Habe ich erfahren. Ich war letzten Sommer mal da. Ist eine wunderschöne schwedische Insel. Da steht die Villa Kunterbund. Die steht da immer noch so da, wie als sei Pippi Langstrumpf im Grunde gestern ausgezogen. Nach wie vielen Seiten, Jonas, wussten Sie, das ist wirklich gut, was ich da schreibe? Wie lange es dauerte, bis ich wusste, dass das gut war, ja? Ja. Diese Frage habe ich natürlich oft gestellt. Wie lange hat es gedauert, bis du dein erstes Buch geschrieben hast? 47 Jahre war meine Antwort. Das hat so lange gedauert. Also 47 Jahre bin ich geworden, um das Selbstvertrauen zu gewinnen, genauso zu schreiben, wie ich es haben will. Nicht auf andere Verfasser gucken, andere Autoren. Ich wusste, das ist fein. Frage ich, da habe ich mindestens einen Leser. Ich gebe da eine schöne Geschichte. Ihr Onkel Hans soll nach dem Lesen des Manuskripts gesagt haben, ich habe tatsächlich schon schlimmeren Scheiß gelesen. Stimmt die Geschichte? Ja, die stimmt. Onkel Hans, er hat noch nie ein nettes Wort in seinem Leben gesagt. Also ähnlich sparsam mit Komplimenten wie Heiner Geißler, ja, verstehe. Ja. Als er seine Frau um die gefreit hat, hat er sie angeguckt und dann hat er also einen Tabak reingelegt in den Mund und gesagt, also es wird nicht schlimmer, jedenfalls, falls wir uns verheiraten sollten. Also kann auch romantisch sein, mit anderen Worten. Also das sagte, schlimmeren Scheiß habe ich nie gelesen, da verstand ich, das hier wird was werden. Ich meine, diese Geschichte, Ihre Lebensgeschichte, ist mindestens genauso spannend, finde ich, wie die Geschichten, die Sie schreiben. Sie haben eben gesagt, ich habe 47 Jahre gebraucht, im Grunde dieses erste Buch zu schreiben. Sie haben vorher eine Unmenge an anderen Dingen gemacht. Sie waren ein sehr erfolgreicher Journalist, Sie waren ein Medienunternehmer, Sie haben Fußballsendungen für schwedische Fernsehen produziert. Und sind dann irgendwann ausgestiegen aus diesem ganzen Ding. Hing das auch mit einer ähnlichen Erkrankung zusammen? Sie sagten mal in einem Interview, ich hatte das Gefühl, ich konnte nicht mehr. Sie haben 16 Stunden am Tag gearbeitet und irgendwann sagte Ihnen der Arzt, wenn du so weitermachst, dann wirst du genau daran sterben. Ich glaube, man kann 16 Stunden am Tag arbeiten, 7 Tage die Woche, ziemlich lang sogar. Unter einer Voraussetzung, dass man, wenn der Tag zu Ende ist, befriedigt ist, fertig ist mit einem Arbeitstag, kann den weglegen. Warum das für mich geplatzt ist? Ich habe 16 Stunden pro Tag gearbeitet und war trotzdem nicht mal halbfertig. Das lag eine Menge Briefe, lagen noch da. Man hatte Schwierigkeiten zu schlafen, man hat zu viel über den nächsten Tag nachgedacht. Kennen Sie das wieder? Das ist die Uphill-Battle, ja, genau, der Kampf, wo man immer nach oben geht. Ja. Ja. Du hast das Gefühl, das irgendwann... Der nächste Schritt, den man geht, wird gefolgt von einem Schritt, wo man wieder nach oben kämpfen muss. Ja. Irgendwann hast du das Gefühl, du beherrschst nicht mehr die Dinge, sondern die Dinge beherrschen tatsächlich dich. Wann haben Sie, Jonas, entschieden, ich mache es jetzt so, ich steige jetzt aus dem Fenster, so wie Ihr 100-Jähriger? Sie sind auch aus dem Fenster gestiegen. Ja, kann man sagen. Ich bin auch aus meinem Fenster gesprungen, sogar 2-3 Mal im Leben. Ich habe begriffen, die Philosophie im Allgemeinen sollte man ein paar, 3 Mal aus seinem Fenster springen im Leben. Wir haben ja nur dieses eine Leben. Ich glaube, die nie aus ihrem eigenen Fenster rauskommen, die haben Angst vor dem Tod, wenn der näher kommt. Die haben nicht gelebt, die haben nur gewartet auf das Nächste, den nächsten Tag. Ich bin auch der Meinung, wenn du in einem Schloss wohnst und aus deinem Fenster kletterst, um was anderes zu machen, geht das so einigermaßen. Stattdessen landest du aus dem Schloss in einer Hütte im Wald. Kann man der Meinung sein, ganz nett. Aber wisst ihr was?
in der Hütte nebenan, da wohnt ein toller, interessanter Mensch. Und dann nimmt das Leben eine andere Wendung. So ein Kletterpo. Ja, also klettert. Hatten Sie, Jonas? Das heißt, es gab in Ihrem Leben diesen Menschen, den Sie immer wieder getroffen haben an bestimmten Punkten, der Sie inspiriert hat, Dinge ganz, ganz anders zu machen? Also mein Hund Rauring. Also mein 100-Jähriger, Allan Karlsson. Hans Säulöshet. Eine Sorglosigkeit, das ist etwas, was ich als junger Mensch hatte. Das habe ich also weggearbeitet, indem ich mich kaputt gearbeitet habe. Da habe ich auch die Sorglosigkeit weggearbeitet. Es gibt sicher einen psychologischen Grund, dass die Person so wurde, wie sie ist in dem Buch. Nämlich der Wunsch, zurückzukommen zu dieser Sorglosigkeit. Aber auch natürlich bis heute sitzt er auf meiner Schulter. Wenn ich aus Zentralstockholm komme zum Flugplatz Arlanda und ich bin unruhig, dass ich vielleicht das Flugzeug verpasse, da sitzt Erland auf meiner Schulter. Er ist in mir, ich bin in ihm. Er sitzt also auf meiner Schulter und sagt: Herr Jonasson, du wirst das Flugzeug nicht verpassen. Oder du verpasst es. Da kommt schon noch Neues nach. Also jetzt werde ich ernster. Der hilft mir wirklich jeden Tag, kann ich sagen. Im Großen und im Kleinen. An wie viele Verlage, Jonas, haben Sie dieses Buch geschickt, bis irgendwann mal einer angebissen hat und sagte, ja, haben wir schon schlimmeren Scheiß gelesen? Ich habe das an die größten 6 Verlage in Schweden geschickt. Das wurde ganz dramatisch. Der erste Verlag hat geschrieben, hat nur einfach Nein gesagt. Zweiter, Dito. Der dritte, genauso. Der vierte Verlag, ganz kurz. Der fünfte auch. Ganz kurz. Der sechste hat mich angerufen und sagte, also ich habe dein halbes Manuskript gelesen. Kann man das kriegen noch immer? Wir sind sehr interessiert, das rauszugeben. Möchtest du die Hälfte veröffentlichen oder vielleicht doch das ganze Buch, habe ich dann gesagt. Ich werde das nur fertig lesen. Ja. Kann man den auch kriegen? Die ganze Welt hatte natürlich Nein gesagt. Also ich kann natürlich noch weitermachen, bis du es fertig gelesen hast, habe ich dann gesagt. Und dann wurde es genau das. Es war ganz nah dran, dass ich hier nicht gesessen hätte. Aber dann wurde es aus dem Stand heraus im Grunde in Schweden ganz, ganz schnell ein riesiger Erfolg. Und Sie haben mal gesagt, fand ich auch schon einen dieser feinen, schönen Sätze, von dem auch das neue Buch übrigens voll ist. Also schon die ersten Seiten, hat mich köstlich amüsiert. Sie sagen, der liebe Gott scheint ein Mann mit Humor zu sein. Manche Leute kommen nie auf einen grünen Zweig. Ich wurde gleich zweimal hintereinander reich. Was war schöner, reich zu werden? Das erste oder das zweite Mal? Ja. Das wird ja praktisch eine gute Frage. Sehr gute Frage. Das zweite Mal bin ich ja ganz viel reicher geworden. Also, da war dann vielleicht doch dein besserer Teil. Aber dieser Reichtum,
der Ihnen ja eigentlich fast so, zumindest von außen sieht das so aus, dass die Dinge fliegen Ihnen so zu. Sie sind einfach ein unheimlich vielseitig begabter Mensch. Und trotzdem sagen Sie, ich kann heute, und jemand wie Ihnen muss man das ja glauben, weil Sie sind da jemand, der da eine Kompetenz hat. Sie sagen, ich bin heute mehr denn je felsenfest davon überzeugt, dass Geld absolut nicht glücklich macht. Wie ist das gemeint? Zum Ersten bin ich sehr vorsichtig, sowas zu sagen. Ich ergebe aber zu, ich habe es gesagt. Beinahe alle haben ja nun wirklich kein Geld im Überfluss. Und dann zu hören, Geld macht glücklich, da wird man ja nur sauer. Aber ich weiß, also es ist halt so. Der große Unterschied in meinem Leben war, einmal, als der Monat für 15 Jahre zu Ende ging, dann war der schneller zu Ende als mein Geld. Bei den meisten ist es umgekehrt, ne? Ja, also 1.000 Kronen, auch 1.000 Kronen oder 1.000.000 Kronen übrig bleiben, der ist weniger dramatisch. Das ist wahr. Die meisten kennen das Gefühl andersrum, wenn am Ende des Geldes noch ganz viel Monat übrig ist. Das ist ähnlich problematisch, ja. Ja, ja, ich aber. Ich kann aber sagen, mein Buch von dem 100-Jährigen kam raus und ist unglaublich schnell hochgegangen. In der gleichen Periode habe ich eine ganz schwierige, bittere Scheidung erlebt. Und da war ein kleiner Junge mit im Spiel. Da habe ich jetzt das alleinige Sorgerecht für. Und der ist heute prima Kerl und in Sicherheit. Das meine ich eigentlich ein bisschen. Es kam Geld massenweise rein. Ne? Das Einzige, was wichtig war, war die Sicherheit und das Leben des Jungen. Da sagen Sie was Wahres. Jonas, jetzt noch einmal kurz über die Bücher sprechen. Um mal klarzumachen, wo diese schönen Bücher entstehen. Wir schauen mal kurz rein. Sie haben uns ein paar Bilder mitgebracht von dieser verträumten Insel. Das ist Gotland, ne, heißt das. Irgendwo mitten in der Ostsee gelegen. Ist das Ihr Zuhause? Ja? So wohnen Sie? Jo. Das sieht sehr idyllisch aus. Und irre ich, wenn ich frage, Sie züchten Hühner? Züchten Sie selber? Eine Hühner heißt Angela Merkel. Eines der Hühner heißt übrigens Angela Merkel. Ehrlich? Warum? Was kann dieses Huhn, was andere Hühner nicht können? Also das ist Gesamttitel. Menschen mit gutem Klang im Namen, die also für mich taugen als Namen für meine Hühner. Das heißt, Sie benennen Ihre ganzen Hühner nach bekannten Menschen, nach Prominenten, nach schwedischen Prominenten oder so? Ja. Wenn Sie sich anständig benehmen, kannst du zu einem Hühnernamen werden. Also ich fände es toll. Ich fände es super. Ganz ehrlich. Ich wäre unglaublich stolz, wenn eine Henne oder ein Huhn von Jonas auf meinen Namen hört. Das finde ich sensationell. Aber dann müssen Sie mir versprechen, dass das Huhn wenigstens so lange lebt, bis ich Sie das eine Mal besucht habe. Die Wahrheit ist, sagte mein alter Opa, wer nur das sagt, was wahr ist, der ist es nicht wert, dass man ihm zuhört. Aber manchmal muss man auch die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist, der Räuber namens Fuchs hat sich die ganze Kompanie geklemmt und Markus Lanz hat keinen Platz mehr da. Das heißt, die sind alle im Himmel. Das heißt, Angela Merkel wurde von einem schwedischen Fuchs gefressen, ja? Äh,
Ja. Ja. Så illa är det. Men, så schlimm ist es. Jag hoppas att hon i det verkliga livet får leva länge. Ich hoffe aber, dass sie im wirklichen Leben, die Angela Merkel, lange noch lebt. Ja, absolut, absolut. Ich frage mich die ganze Zeit, wie kommen wir jetzt noch mal zu einem schönen Happy End am Ende dieses Gesprächs? Also mit lauter toten Hühnern, die auf den Namen Angela Merkel hören, kommen wir da irgendwie nicht weiter. Auf jeden Fall sei sehr empfohlen, ihr neues Buch, das auch schon auf den Bestsellerlisten wieder sehr weit oben ist, Mörder anders, ein wirklich großes Vergnügen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Jonas Jonasson, der heute zum ersten Mal uns hier im deutschen Fernsehen begeistert hat, Mörder anders und seine Freundin nebst dem einen oder anderen Feind. Hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und wir werden sehr begeistert. Wir werden sehr begeistert, wenn es einfach ein neues Huhn namens Angela Merkel dann irgendwann mal gibt und dieser schwedische Fuchs gefälligst irgendwie draußen bleibt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Marc Strauß, der heute unser Gast war. Herzlichen Dank für ein sehr intensives Gespräch. Ich bedanke mich genauso herzlich bei Nina Bock. Herzlichen Dank, Nina. Alles Gute dir. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Heiner Geißler, der uns heute mal sozusagen ein bisschen das Große und Ganze erklärt hat. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleiben Sie gesund. Ja? Wir brauchen Sie noch ein bisschen. Jetzt die Kollegin von Heute Plus. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Danke.